Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, wunderschön im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist heute purer Sonnenschein. Eigentlich mein Tod. Aber es ist wirklich traumhaft schön. Der Himmel ist blau. Ja, es ist, ne, was er so an sich hat, wenn die Sonne scheint. Und ja, es tut einfach gut. Und ich dachte, ich setze mich heute hin und drehe einen kleinen Haul, denn ich habe in den letzten Tagen schon ein paar Düfte geschnabuliert. Krass, oder? Das Jahr ist noch nicht mal 11 Tage. Ja, ist gerade 11 Tage alt. Ich habe schon Düfte geshoppt. It is wie it is. Es sind auch noch mehr unterwegs. Aber ich wollte jetzt nicht länger warten, beziehungsweise euch nicht länger warten lassen. Deshalb fangen wir jetzt an und ich zeige euch diese wunderschönen Düfte, die ich hier stehen habe. Punkt. So, eine ganz, 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 ganz liebe ja, Duftkumpanin, ja, eine Leidenschaftsgenossin von mir. Du weißt, wer du bist und ich danke dir von Herzen. Die war im Urlaub und hat mir ein Foto von der Parfümerie geschickt, also was da für Düfte vorrätig sind. Und auf dem Tisch standen diverse Packungen von diesem Schätzchen. Truth or Dare von Madonna. Und der wurde damals schon abverkauft im Rossmann, dann war er da weg. Dann wurde er abverkauft im TK Maxx und ich habe auch da gesagt, ach komm, den nehme ich nicht mit, warum sollte ich? Ja, und da war er auch da weg und dann wurde er daraufhin sehr teuer angeboten auf diversen Plattformen und ich habe ihn nicht mehr bekommen, beziehungsweise war nicht bereit, das Geld dafür auszugeben. Und jetzt gab es den noch irgendwo in der Welt und ich dachte mir, wow, das ist jetzt meine Chance und ich muss ihn endlich haben. Madonna, Truth or Dare. Ich habe ja auch Truth or Dare Naked, der ist wundervoll, der ist auch ganz anders als das Original hier. So sieht der Flakon aus und das ist halt wirklich eine Tuberose-Bombe. Tuberose muss man mögen, denn ja, man bringt damit eigentlich immer Kaugummi in Verbindung. Also dieser typische süße Kaugummi, den man als Kind immer aus dem Automaten gefischt hat mit 10 Pfennig. Oder waren es 5 Pfennig? Ich habe keine Ahnung. Lang ist der, ich bin alt. Aber oh, der wird auf der Haut, also früher, das habe ich mir auch damals nicht gekauft, deshalb, der war ein bisschen anstrengend, beziehungsweise ich konnte damit noch nicht so richtig umgehen. Das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her und meine Nase hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Aber jetzt, der wird richtig interessant auf der Haut, richtig schön cremig, weich, köstlich lecker, also wirklich so ein bisschen sahnig. Also ganz, ganz lecker. Ich sollte nicht davon schwärmen, aber vielleicht fahrt auch ihr irgendwann, wenn es geht, mal wieder in den Urlaub und seht ihn da zufällig, weil in einigen Ländern scheint es den noch problemlos zu geben. Das finde ich gut. Ja, also wirklich ein sehr, sehr toller, leckerer Tuberose-Duft, den ich wirklich jetzt feiere und ja, jetzt auch wirklich enjoye, wie man so schön sagt, ne? So, weiter geht es mit einem neuen Vintage-Cracher. Den habe ich auf Instagram entdeckt, beziehungsweise habe mich dort inspirieren lassen von der lieben, ach, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Kiki Ben oder Zetzi Ben oder Chechi Ben, ich habe keine Ahnung. Ich schreibe es mal unten in die Infobox rein. Ich liebe diese Frau, die macht wundervolle Fotos von ihren Düften und beschreibt sie so traumhaft und hat halt auch so eine riesen Leidenschaft und steckt mich halt unglaublich oft an. Und sie hat mich damit angesteckt. Und zwar nennt sich dieser Duft, genau, Ted Heyman? Irgendwas mit Heyman. Ich kann jetzt das hier vorne nicht mehr lesen. Ich habe es auch vergessen. 273 oder 273 Rodeo Drive in Beverly Hills. So sieht auf jeden Fall die Verpackung auf. Fred Heyman. Ja, jetzt haben wir es hier. Fred Heyman. Ted Heyman, genau. Er hätte auch sein können. Aber Fred Heyman, 273 Rodeo Drive. Jetzt haben wir es. So wird ein Schuh draus. So, und den habe ich auf der Seite Duftwelt Hamburg gekauft. Die verkaufen Düfte, die es nicht mehr so einfach gibt, beziehungsweise eigentlich discontinued sind, nicht mehr hergestellt werden. Oh, guckt euch dieses Glitzerspiel an, ein Traum. Und das ist halt wirklich, oh, den muss ich heute tragen. Der riecht. Also als ich mir den, oh mein Gott, das erste Mal aufgesprüht habe, musste ich an Poison denken, aber an eine verspielte, sexy, dirty kleine Schwester von Poison, also von Christian Dior Poison. Der ist nochmal funkelnder, nochmal spritziger, nochmal fruchtiger. Also der hat sowas lecker Fruchtiges, definitiv mit einem Vintage-Touch. Also der riecht wirklich, also mir wachsen mir gerade Schulterpolstern, also eigentlich müssten die gerade rauskommen. Der hat wirklich sowas Tolles, 80er-Jahre-mäßig. Ich glaube 1989 kam der raus.
Wow, einfach nur richtig klasse. Also den stelle ich mir wirklich in so einem 80er, 90er Jahre Movie vor, wo die Protagonistin halt erfolgreich ist, aber trotzdem ja flirty und erlebt was und hat einfach Spaß am Leben. Und das ist halt wirklich so ein Duft, der halt wirklich das alles symbolisiert. Ja, so eine trendige, okay, wer sagt heute noch trendig? Ich werde echt alt. So eine coole Studiowohnung in den 80ern und ja, einfach die coolsten Frisuren, coolstes Make-up und dann so Kostüme und ach, I love it. Genau so ist dieser Duft. Richtig lecker, fruchtig, voll üppig, voluminös, lecker, strahlend, funkelnd. So würde ich diesen Duft beschreiben. Sehr, 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 sehr lecker und geht halt in Richtung Poison von Christian Dior oder auch ein bisschen den, warte, ich komme dran. Moment, ich habe meine Sammlung im Griff. Wo ist es? Da ist es. Mann, bin ich gut. Und zwar von M. Mikalev, dieser hier, der Montparnasse Cristal. So riecht er aus. So ein ganz kleines bisschen Montparnasse Cristal ist noch ein kleines bisschen. Ja, der hat noch mal ein bisschen mehr 80s Touch, der ist noch mal ein bisschen ernsthafter. Ich würde den Fred Hillman noch ein kleines bisschen verspielter einordnen als den hier. Der ist halt wirklich so ein bisschen mehr Business und der hier ist ein bisschen mehr Tanzfläche, ne? So. Wunder, wunderschöner Duft. Also ich kann euch den echt empfehlen, wenn ihr auf so Vintage 80er, 90er Düfte steht. Ah, oh, köstlich. Und im Frühling wird er wahrscheinlich wunderschön sein. Und heute an so einem sonnigen Tag, boah, man kriegt direkt gute Laune. Der macht einem direkt so ein, ah, der lässt einen funkeln von innen und von außen. Wunder, wunderschön, kann ich euch sagen. Einfach nur ein Traum. So, diesen Duft habe ich jetzt schon lange auf meiner Wunschliste stehen. Und ich habe ja mittlerweile so eine kleine Spürnase bekommen, ne? Wann Düfte so vielleicht rausgehen können oder die Planung besteht, dass sie rausgehen könnten. Und zwar handelt es sich hier um Yves Saint Laurent Libre. Und zwar der Libre Intense. Oder Intense. Der normale Libre, der klassische Eau de Parfum, ist okay, aber nicht ganz mein Ding. Und der normale klassische Libre ist halt der beliebteste. Dann gibt es noch das Eau de Toilette. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Also es ist ein okayer Duft, aber der läuft nicht. Der wird nicht gekauft. Und der Libre Intense geht irgendwie auch nicht. Also irgendwie wollen alle den klassischen Libre. Obwohl ich den immer so gut erkläre und immer so, oh, ich liebe den so. Und ich will den Menschen immer nahe bringen, also auch den Kunden. Und die fallen dann doch eher auf den Klassiker zurück, weil der hier so ein bisschen too much für sie ist. Und ich finde, der Libre Intense riecht für mich nach frisch gebackenen Waffeln. Hat eine schöne Moschusnote, die nicht zu kratzig und trocken wird. Und halt diese Vanille. Lavendel rieche ich gar kein. Und ich finde das echt kurios. Ich höre das immer von meinen Kolleginnen oder von vielen anderen. Oh, riechen Sie den Lavendel? Der Libre ist Lavendel pur. Und ich denke immer, what the fuck? Ich rieche null Lavendel im Libre. Ich rieche im Mont Guerlain, da rieche ich Lavendel. Aber hier rieche ich kein Lavendel. Also vielleicht stimmt doch irgendwas mit mir nicht, aber ich rieche kein Lavendel. Also ums Verrecken nicht. Also wirklich, nee, also nee. Es ist für mich wirklich so ein leckerer, wunderschöner Gourmand. Riecht für mich nach frisch gebackenen Waffeln mit einer schönen Moschusnote, Vanille. Wirklich köstlich. Und ich habe die Vermutung, dass der irgendwann rausgeht, weil es einfach mit allen Intense-Düften irgendwann so läuft. Also gerade so Düfte, die ich geil finde, so Le Parfum, Manifesto zum Beispiel oder das Elixier, die gehen ja irgendwann alle raus. Und was sich für die Firmen einfach nicht lohnt, was sich nicht rentiert, das muss sterben. Und ich fürchte einfach, dass der irgendwann dran glauben muss. Und deshalb musste ich mir jetzt noch eine kleine Flasche davon holen, dass ich den wenigstens in meiner Sammlung habe. Denn, na, wir wollen nicht lügen, der Flakon ist auch einfach nur wunderschön gemacht. Es sieht gut aus, sieht einfach nur gut aus. Und der Duft ist auch wunderschön, hält den ganzen Tag. Also der hier, Libre Intense, der ist den ganzen Tag bei euch. Also wirklich von morgens bis abends straight ist der an eurem. Also wirklich, wirklich toll. Wunder, wunderschöner Duft. Und ich habe ihn jetzt Gott sei Dank. Und wenn Yves Saint Laurent sich dazu entscheidet, den rauszukicken, werde ich traurig sein. Aber ich bin diesmal gerüstet. Ganz anders als bei diesem Duft hier. Und da bin ich wirklich entsetzt, enttäuscht und entrüstet. Habe ich auch schon auf Instagram gezeigt. Ich zeige auch jetzt den Duft, um den es eigentlich geht. Und zwar den hier.
Tom Ford Noir Pour Femme. Einfach von heute auf morgen rausgenommen. Gibt es nicht mehr. Discontinued. Muerte. Tod. Ja, dieser wunderschöne Duft. Ich glaube, ihr wisst, alle, die mir schon länger folgen, wie oft ich diesen Duft gezeigt habe. Sexy, vollmundig, geil. Sex in the bottle. Also wirklich Sex in a bottle. Ich gucke gerade noch mal in die Sonne, wie viel ich jetzt noch übrig habe. In dem Flakon ist es noch halb voll. Ja, gerade noch halb voll. Ich war schon in diversen kleinen Parfümerien und habe danach gefragt. Alles weg. Der war auch bei uns von einem auf den anderen Tag komplett weg, raus. Ja, online ist er mittlerweile zu scheißteuren Preisen zu bekommen. Und das gleiche gilt leider auch für diesen Duft hier. Tom Ford Noir Extreme. Und was mich da extrem ankotzt, ich habe jetzt noch einen Flakon aus dem Zug bekommen und ich hatte den damals. Ich habe mir den damals bei TK Maxx vor, ich glaube, 4 Jahren oder so in einem Set gekauft und dachte, ach, ich habe den Noir Pour Femme, den brauche ich nicht, ich gebe ihn weiter, habe ihn dann weiterverkauft. Ja, heute bereue ich es zutiefst, denn das hier ist ein neuer Batch, also quasi eine neue Charge, die angerührt wurde. Und mir wurde auch mittlerweile von anderen Kunden zugetragen, dass die neuen Batches von Tom Ford kurzlebiger sind. Und gestern erst kam eine Kundin und hat gesagt, ich habe bei euch den Velvet Orchid gekauft und der hält an mir nicht. Ich so, was? Velvet Orchid hält an mir nicht? Der hält an mir 24 Stunden und der hält an mir sogar nach einer Dusche. Und sie so, ja, den habe ich gekauft und hier. Und hat sie mir auch den Flakon gezeigt und auch die Batchnummer. Und die steht immer, ich zeige euch das mal, die Batchnummer steht immer unten auf dem Boden. Das ist so eine vierstellige, manchmal auch dreistellige Kombination aus Buchstaben und Zahlen. In dem Fall ist es hier A30. Und ja, da habe ich gecheckt, der ist von 2020 und wir haben auf der Arbeit einen Tester hiervon stehen, der riecht anders. Der hier hat noch so eine leichte Frische drin. Der alte Tom Ford Noir Extreme, der hat was viel Weicheres, was viel Leckeres. Noch die Vanille, die ist dunkler, die ist einfach einhüllender. Der hält den ganzen Tag und der hier, der ist zwar auch lecker, der ist zwar auch schön, das ist Noir Extreme, aber nochmal anders mit einer Frische und der hält nicht so lange. Und ich weiß nicht, was Estée Lauder bzw. Tom Ford da machen, aber für mich ist es Verarsche am Kunden. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt billiger produziert werden und einfach noch teurer verkauft werden und dadurch in der Haltbarkeit wirklich einbüßen müssen. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Also Tom Ford Düfte standen bisher eigentlich für Qualität, für Durchhaltevermögen, für Power und das ist wirklich nur noch ein Abklatsch davon. Also es ist kein Fake, das habe ich auch schon alles gecheckt. Es ist alles legit, aber es ist halt ein neuer Batch, also eine neue Formulierung. Der wurde mit Sicherheit umformuliert und geht jetzt, wie gesagt, raus. Aber das kann ja doch nicht sein, oder? Machen die das jetzt auch mit den anderen Düften? Deshalb bin ich froh, dass ich so ein paar Düfte von Tom Ford noch habe. Hashtag Tom Ford Tobacco Vanille oder Lost Cherry. Also alte Formulierungen for the win, kann man da nur sagen. Ne? Also deshalb eigentlich nur noch Vintage-Shopping oder Second-Hand-Shopping, dass man die alten Formulierungen erwischt, weil das ist einfach nur traurig, finde ich. Also das kann es wirklich nicht sein. So, jetzt machen wir weiter, bevor wir hier noch anfangen müssen zu weinen. So, noch ein bisschen Souk-Shopping. Ja, Parfum Souk habe ich ja schon tausendmal gesagt, dass ich das liebe. Und da findet man einfach so schöne, ja, Schätzchen und alte Sachen. Und ich muss gucken, dass ich hier so ein bisschen aus der Sonne rausrücke, sonst verbrenne ich gleich. Benefit. Könnt ihr euch noch an die Benefit-Düfte erinnern? Lang, langes her. Irgendwann sind die rausgegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Weiß jemand den Grund, warum die Benefit-Düfte rausgegangen sind? Sind die einfach schlecht gelaufen oder war da irgendwas anderes? Bitte erklärt es mir in den... Was war das jetzt? T-Rex sagen. Erklärt es mir in den Kommentaren. Hier habe ich einen wunderschönen Duft ergattert und das ist Benefit Under My Spell Noel. So sieht es aus. Under My Spell Noel. Ah, allein die Verpackung ist schon so wunderschön. Also, da fängt man ja schon an zu träumen. Und dann macht man das auf und dann kippt man das runter. Und man hat den wunderschönen Flakon. Oh,
ist das hübsch, meine Damen und Herren. Guckt ihr an. Ja, die Flakons fand ich schon immer schön. Also, ja, schade, dass es die nicht mehr gibt. Und es gab ja auch eine, hieß Ring My Bella, der war auch toll. Oh, der ist so schön. Der lässt einfach wirklich an Weihnachten denken. Der ist cremig, der ist würzig. Oh, der hat einfach wirklich, hat so eine schöne Vanillecremigkeit, auch so ein bisschen weißer Moschus, pudrig wird der. Ich meine, ich will ihn euch jetzt auch nicht heiß machen und irgendwie euch, ne, den gibt es halt nicht mehr. Den kann man noch im Zug erwischen, wenn man Geduld hat und wartet. Aber ansonsten ist der halt nicht mehr zu bekommen. Ich wollte ihn euch nur mal zeigen, weil ich halt echt froh bin, dass ich den habe. Ich habe auch ein bisschen gezögert, ihn zu kaufen, aber habe ihn dann doch geholt, weil ich einfach, ich wollte ihn. Und wenn ich was will, dann kriege ich es auch. So. Nein, er ist wirklich schön pudrig, vanillig, cremig, mit einer leichten Würze. Einfach nur so ein schöner, wärmender Duft. Also der zündet wirklich das Kaminfeuer in einem an und ist wirklich ein Traumduft. Und es hat wirklich auch eine wunderschöne Verpackung. Guck dich das an. Ja. Ich bin halt Verpackungsopfer, ich kann es nicht anders sagen. Under my spell, Noel. Wunderschön von Benefit. Vielleicht bringt Benefit ja irgendwann wieder Düfte raus, man weiß es nicht, ne? Endlich auch in meiner Sammlung, auch lange drumherum geschlichen, drauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Ist es. Könnt ihr spüren? Ich spür's. Prada Candy Night. Warum habe ich das jetzt so langsam gesagt, egal. Prada Candy Night, ja, damals, mein Gott, ich weiß noch, als der damals rauskam, ich bin, glaube ich, jeden Tag in die Parfümerie gerannt, weil ich gucken wollte, ob der schon da ist, weil ich da so drauf gespannt war. Ich liebe Prada Candy. Ja, ich gebe es zu, viele nennen den ja Assi-Duft. ich mag ihn sehr gerne. Ich mag diese Moschus, Karamelligkeit und das haben wir auch in diesem Duft mit einem Hauch Schokolade. Und das macht diesen Duft einfach so besonders. Ich muss ihn mir nochmal kurz aufsprühen. Oh. Ja, oh, der hat so, also das ist wirklich Prada Candy mit Schokolade. Simple as that. Also eigentlich gar nicht so ausgefallen oder irgendwie was wahnsinnig Besonderes, aber es hat schon einen wunderschönen Twist durch die leckere, dunkle Schokolade. Weich, cremig, wunderschön. Oh, der riecht so gut. Also wirklich. Gourmandig cremig. Ich glaube, der ist nämlich auch rausgegangen. Karl Dall ist heute auch da. Er ist rausgegangen, glaube ich. Deshalb guckt bitte mal, ob ihr den noch kriegen könnt, falls ihr den auch auf eurer Wunschliste habt oder auch schon öfter geplant habt, den zu holen. Oh, lasst uns eine kurze Weile kurz alleine. Ja, danke schön. Oh mein Gott, okay. Also der ist wirklich schön. Also der ist wirklich, wirklich lecker. Prada Candy. Karamell, Moschus, köstlich mit Schokolade. Einfach nur unfassbar schön. Sehr, sehr froh, den endlich in meiner Sammlung zu haben und ihn zu schätzen und zu würdigen. Einen halben Flakon von diesem ja, Discontinued Schätzchen habe ich auch noch ergattern können. Gilles von Gilles Sander. Gilles Sander darf man nicht unterschätzen, bitte. Also alle, die sagen Gilles Sander San, auch das ist ein wunderschöner Duft, zumindest in der Vintage-Formulierung. Aber Gilles Sander hat wirklich tolle Düfte auf den Markt gebracht. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also, die ballert. Und Gilles von Gilles Sander ist ein wunderschöner, pudriger Duft. Auch mit Lavendel, glaube ich. Cremig, pudrig, fein, elegant. Wirklich wunderschön. Leider wird er nicht mehr produziert. Kann man aber noch online bekommen. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Da kann man immer noch zuschlagen und den auf gewissen Portalen ja, seiner Wahl entdecken. Einfach mal bei Google eingeben und sich berieseln lassen. Gilles von Gilles Sander, einen halben Flakon habe ich jetzt noch zu Hause und werde jeden Tropfen von diesem eleganten Tröpfchen genießen. So, Freunde. Den habe ich euch, glaube ich, letztens schon mal kurz gezeigt, beziehungsweise kurz angerissen. Und zwar ist es dieses winzig kleine ja, Päckchen. Und zwar von Kayali. Kayali hat auch auf der eigenen Homepage, weil einige schon gefragt haben, wo ich das bestellt habe. Auf der eigenen Homepage haben die so winzig kleine 10 Milliliter Fläschchen. Ich weiß nicht, ob die das von jedem Duft haben, aber von den meisten Düften. Und da musste ich mir einfach mal Musk Nummer 12 mitbestellen, weil ich so neugierig war und ich habe es nicht bereut. Es ist wirklich ein toller Duft. Der ist fluffig, wolkig, weich, pudrig,
heller weißer Moschus. Den kann man, glaube ich, mit jedem Duft kreuzen. Also wirklich layern, was das Zeug hält. Also mit Vanilleduft, mit Schokoduft, mit allen anderen Düften. Das macht das alles nochmal so ein bisschen pudriger, fluffiger, weicher, aufgebauschter und wolkiger. Und das ist dieser Duft. Ich glaube, der wird jedem gefallen. Der ist wirklich wie so ein bisschen Zuckerwatte, was man sich aufsprühen und gönnen kann. Ne? Also einfach nur unfassbar lecker. Musk von Kayali. Ich bin so gespannt, was, muss ich schon wieder fast fallen lassen, was Kayali dieses Jahr alles auf den Markt bringt. Ich hoffe ja, also ich erhoffe mir persönlich einen Schokoladenduft. Das würde ich so feiern, wenn Kayali so einen Duft rausbringen würde. Aber ich glaube, darauf kann ich lange warten. Egal. So, den muss ich euch auch noch zeigen. Den habe ich auch, mein Gott, die Sonne, die ist jetzt aber, die ist da. Den muss ich euch auch zeigen. Der ist auch wunderschön und den muss ich mir auch gönnen, weil auch der, glaube ich, discontinued. Ich weiß es nicht, kann aber gut sein. Du weißt, du verstehst. Jacques Solti Cubata. Alter Schwede, ich hab's echt mit. Also ich sollte echt mal meine Hand-Augen-Koordination arbeiten. Ich hab Gott noch eins. So, Jacques Solti. Ich hätte Chirurgin werden sollen. Cubata. Und das ist, also gerade diese Jacques Solti-Düfte. Ich hatte mal einen Kunden, der kam rein und wollte Havana Rain haben, auch aus dieser Reihe. Und er meinte, er kommt auch aus Kuba und er meinte, es riecht wirklich authentisch wie ein verregneter Tag in Kuba. Auf Kuba wollte ich gerade sagen. Und er meinte, dass die Düfte alle sehr, sehr, sehr authentisch ist mit Kuba und authentisch sind mit Kuba. Herrgott, noch eins. Ich glaube, ich sollte gleich noch einen Kaffee trinken. Und ich habe dem das wirklich geglaubt, weil der hat mir das so authentisch rübergebracht und deshalb musste ich mich für einen entscheiden und ich habe mich für Cubata entschieden, wenn ich das richtig ausspreche. Und der, wow, der riecht wie eine Nacht, eine heiße kubanische Nacht in einem Nachtclub, der so ein bisschen verqualmt ist durch kubanische Zigarren. Ich weiß, Klischee. Überall steht Rum und es riecht nach Holz von den alten schweren Holzmöbeln. Und die Stimmung ist heiß und geladen. Es wird getanzt, es wird getrunken. Es ist Spaß und Sex in der Luft und einfach Leidenschaft, rauchig, süß. Also der hat auch eine wunderschöne Honigsüße. Also wirklich ein heißer, sexy kubanischer Nachtclub. Aber jetzt nicht so ein billiger Nachtclub, sondern eher so ein exklusiver Nachtclub mit Holzmöbeln. Also wirklich, wirklich sehr authentisch. Also ich war noch nie in Kuba. Aber so stelle ich es mir wirklich vor. Also wenn man den Duft aufsprüht, regt es wirklich die Fantasie an. Es ist wirklich eher so ein bisschen dunkel und unsüß. Aber der Honig bringt halt wirklich so diese Cremigkeit und schon so eine leichte Süße mit. Und dann halt wirklich dieses Verrauchte. Also ihr riecht wirklich, das muss man auch mögen, als kämmt ihr gerade so ein bisschen aus Zigarrenrauch raus. Also man hat schon diesen Geruch an sich. Was ich okay finde, ich finde Zigarrenrauch angenehmer als Zigarettenrauch. Ne? Ist beides schädlich, beides gesundheitsschädlich, also bitte nicht machen, aber ja, durchaus aromatisch und wunderschön und den werde ich auf jeden Fall im Sommer, ja, im Sommer werde ich den absolut feiern und auf meiner sexy Haut werde ich den genießen. Also wunderschön, Jacques Solti Cubata. Hatten wir das auch geklärt. So, oh, ein Fund des Jahres. Im Januar, ne? Oh mein Gott, ich war wieder in der Parfümerie Vollmar bei meiner lieben Romy und bei Mr. Wishes. Und die beiden haben mich wieder auf eine Duftreise mitgenommen. Oh, par excellence. Also, wenn ihr in Bonn seid, bitte geht in die Parfümerie Vollmar und lasst euch begeistern. Und dort war noch reduziert von BDK Parfums Wood Jasmine. Und ich hätte von alleine nie nach diesem Duft gegriffen, weil Jasmin und ich sind ja so ein bisschen Feinde. Also gerade so vor 15 Jahren, als ich mir mal J'adore aufgesprüht habe
und mich fast übergeben habe, weil dieser Duft auf meiner Haut einfach noch widerlich ist. Und der Duft hat ja sehr viel Jasmin drin. Sind Jasmin und ich nicht die besten Freunde, also zumindest wenn es sehr hoch konzentriert ist. Aber dieser Duft hier ist ganz anders, als der Name sagt. Also der müsste eigentlich anders heißen. Der müsste heißen, boah, riech ich geil und warm und würzig und weich und fluffig und weiß nicht, wie man das draufschreiben sollte, aber das bedeutet, wow, ich lieb's. Wir haben hier noch drin Rose, Vanille Absolue, Myrrhe, nimmt man richtig toll wahr, Labdanum, Zypriol, was das jetzt ist, kann ich euch nicht sagen, belehrt mich bitte in den Kommentaren, und Weihrauch. Und der Duft ist wirklich warm, aber so fluffig weich, also überhaupt nicht hart, würzig oder so. Er hat eine schöne Würze, aber boah, der ist wie Kaschmir. Der ist wirklich wie so ein ganz, ganz weicher Stoff, den man sich anlegt und sich da reinkuschelt. Der hat eine Wärme, dieser Duft, durch diese Vanille und das Labdanum. Und boah, der ist kuschelweich. Der ist einfach nur kuschelweich und zart und einfach nur deliziös köstlich. Weiß nicht, ob der jetzt auch discontinued ist oder ne, was damit jetzt los ist. Aber wow, die Myrrhe, das Labdanum, die Vanille, eine Symbiose, wie sie im Buche steht, wirklich weich, anschmiegsam, gourmand, resinous, köstlich. Einfach nur umhüllend, einhüllend, eindeckend, umkuschelnd und einfach nur. Oh, mir fehlen die Worte. Es ist wirklich einer der Funde des Jahres, beziehungsweise der letzten Jahre. Es ist ein unfassbar leckerer, köstlicher Kuschelduft. Wenn ihr könnt, testet den mal. Vielleicht könnt ihr den als Abfüllung bestellen. Bei Parfumo im Zug, ne? Ist ja immer eine tolle Möglichkeit. Also Wood Jasmine von BDK. Absolut dicke Empfehlung. Prädikat besonders wertvoll. Wow. So. Und dann leiste auch ich gelegentlich mal Fehlkäufe. Und hier habe ich wirklich sehr ins Klo gegriffen. Und zwar habe ich auf Instagram Werbung gesehen zu diesen Düften, und zwar von Revolution London. Und zwar heißen die Düfte Revolutionary Noir und Passion. Revolutionary Noir, ich glaube, da waren die Noten Kaffee und Vanille, und ich dachte, wow, das könnte jetzt ein wundervoller Blind Buy sein. Ja, was habe ich bekommen? Ein weiteres unnötiges Dupe zu Black Opium. Black Opium, wunderschöner Duft, habe ich als Original, deshalb brauche ich kein Dupe. Weitere Dupe-Angelegenheit, die ich leider fehlinterpretiert habe. Die Duftnoten haben sich so geil angehört, die Hölzer, Schokolade und so weiter und so fort. Ja, Tom Ford Black Orchid in billig, aber richtig billig. Also da habe ich auch das Original und brauche keinen Dupe. Kriege ich noch nicht mal die Verpackung richtig zu. Ja, Black Orchid, nee, Quatsch. Black Orchid, Black Opium. Das sind die Düfte. Brauche ich nicht, kann ich irgendwann mal verschenken oder so. Oder als Toilettenduft benutzen, nachdem man kacken war. Ich weiß es nicht, aber ich kann damit nichts anfangen, deshalb ja, war wieder ein blöder Blind Buy. Konnte vorher noch keine Reviews lesen und wurde dafür bestraft. So, das war dieser wunderschöne kleine Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr konntet da ein bisschen Inspiration rausziehen. Schreibt mir gerne, was ihr schon für Düfte geshoppt habt in den ja, kurzen Tagen des Jahres 2022. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und passt bitte auf euch auf. Bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!